kann er Marcus Thuram ersetzen. Die Rede ist natürlich vom neuesten Transfer von Borussia Mönchengladbach, nämlich von Tomáš Kvančara, einem Tschechen, der von Sparta Prag aus der tschechischen Liga kommt und eben auch das Potenzial von Marcus Thuram erreichen kann. Trotzdem gibt es hier ein paar Fragezeichen, die wir durchaus mal besprechen müssen und was für ein Spielertyp er überhaupt ist und wie er generell in den Kader von Gladbach hineinpasst. Wenn ihr schon eine Meinung dazu habt zum Spieler, gerne mal rein in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und falls euch dieses Video gefällt, gerne bewerten und das noch gerne den Kanal abonnieren, würde mich auch sehr freuen. Und wir starten mal rein mit dem Spieler. Gladbach hat am 14. Juli bekannt gegeben, dass sie einen neuen Stürmer verpflichtet haben, nämlich Tomáš Kvančara, ein Stürmer aus Tschechien, 22 Jahre alt, von Sparta Prag, gerade frisch gebackener Meister geworden mit dem Team und durchaus beteiligt auch dran gewesen. Laut Medienberichten zahlt Gladbach eine Ablösesumme von 10,5 Millionen Euro plus weiterer Boni in Höhe von 2 Millionen, die dazukommen sollen, also durchaus eine stolze Summe. Der junge Tscheche unterschreibt einen Vertrag bis 2028 bei den Fohlen und das war natürlich klar, dass wenn Gladbach so eine hohe Summe auf den Tisch legt, dass den Spieler langfristig binden wollen, vor allem mit seinem Alter und seinem Potenzial. Interessanterweise ist der Sportdirektor von Sparta Prag, Tomáš Rosický, der ehemalige Dortmund und Arsenal-Spieler, der auch gesagt hat, dass es eine schwierige Entscheidung war, Kvančara gehen zu lassen, aber trotzdem ist das finanzielle Paket einfach sehr lukrativer für den Verein und deswegen wollten sie dem Spieler auch keine Steine in den Weg legen. Aber ist Tomáš Kvančara dieses Geld im Moment überhaupt wert? Meiner Meinung nach nein. Aber das soll hier nicht heißen, dass es nicht mal werden kann. Ich glaube ganz fest daran, dass das Gladbach hier gemacht hat, um vor allem auch das Potenzial des Spielers in der Zukunft ausschöpfen zu können. Trotzdem sind mögliche 12 Millionen Euro Ablöse für einen Spieler, der in Tschechien mal jetzt eine sehr gute Saison gehabt hat, doch zu viel, wie ich finde. Und vor allem bekommt man hier auch einen Spieler, der sich auch mal an die Liga gewöhnen muss. Schauen wir uns mal aber die Statistiken im Detail an. Also er hat eine sehr gute Saison gespielt darauf. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Er hat 30 Spiele für Spartak Prag gemacht und 15 Tore geschossen, sowie 5 vorgelegt. Kam hauptsächlich als Mittelstürmer zum Einsatz und kann aber auch auf dem rechten Außen spielen, weil er sehr gutes Tempo mitbringt. Außerdem hat er sein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert, bisher 2 Spiele gemacht und 1 Tor geschossen. Aber was genau für ein Spielertyp ist Kvančara überhaupt am Ende des Tages? Also er ist jetzt kein 1:1 Thuram-Ersatz vom Spieler per se. Er ist 1,90 groß, das heißt sehr gut bei Kopfbällen, generell bei hohen Bällen auch eine ziemliche Macht im Strafraum, aber auch überraschend schnell für seine Größe. Gut am Ball und es gab hier diesen schönen Twitter-Thread von einem User, von einem Scouting-Experten hier auf Twitter, den ich euch gerne mal verlinke, da wird er nochmal im Detail beschrieben, aber der hat zusammengefasst, seine Stärken liegen auf jeden Fall in seiner Größe, in seinem pressingstarken Spiel und in seinem Tempo, aus dem kann er auch gut abschließen. Wo er noch seine Schwächen hat, ist, dass er vielleicht manchmal ein bisschen hitzig auf dem Platz ist, also auch ein Charakter, der durchaus noch ein bisschen vielleicht, nicht jetzt wirklich immer ans Spiel denkt, dann sein Stellungsspiel könnte manchmal besser sein und dass er auch ein bisschen verletzungsanfällig ist, aber das sind auf jeden Fall Sachen, mit denen man gut arbeiten kann. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, Kvančara in das System von Gladbach zu integrieren. Ich gehe mal davon aus, weil Seoane jemand ist, der gerne mit einem 4-2-3-1 spielt, dass Kvančara der alleinige Mittelstürmer sein wird und somit vorne stürmen wird. Generell habe ich auch geschaut mit den Neuzugängen Honorar, mit Tack, mit Player vielleicht auch auf der 10 und Weigel und Kone im Mittelfeld, dass das die Spieler sein werden, die in Bällen füttern werden, vielleicht auch Netz und Skelly über außen, aber ich denke mal Honorar, der Neuzugang, Player sind so die Spieler, die mit ihm interagieren werden und eben er wird der Zielspieler werden. Er ist ganz klar der Targetman, wie man auch im Englischen sagt, der Spieler, der wahrscheinlich auch lange Bälle auf ihn zubekommt, der sie ablegen soll, der auch bei Eckbällen und bei langen Bällen ganz wichtig sein wird. Das, was Thuram jetzt nicht unbedingt per se war, weil der war eher mit dem 1 gegen 1 sehr stark und im Tempo-Dribbling, während Kvančara zwar auch schnell ist, aber ich denke dann doch eher mehr der Zielspieler sein wird. Wenn man jetzt mal den Preis wegnimmt, ist Kvančara ein echt spannender Spieler für die Bundesliga, der interessante, Fähigkeiten mitbringt, auch wirklich ein erfolgreicher Stürmer zu werden. Man sieht, wie auch an Füllkrug zum Beispiel jemand sehr erfolgreich sein kann, der größer ist, der bulliger ist, aber auch technisch stärker, dass man damit in der Bundesliga auch sehr gut Statistiken vollbringen kann. Trotzdem muss man hier sagen, und da kommen auch meine Bedenken, es ist nur die tschechische Liga. Ich weiß, das ist jetzt kein Kriterium, dass es nicht klappen kann, aber ich denke auch gerne an Adam Blažek von Bayer 04 Leverkusen, der jetzt auch nicht direkt funktioniert hat.
dass man hier auch einfach die Geduld haben muss bei dem Spieler, weil es einfach die Bundesliga natürlich nochmal ein höheres Niveau ist und er gegen verschiedene andere Verteidiger auch antreten muss. Deswegen finde ich den Preis noch zu hoch für ihn. Das heißt nicht, dass er ihn nicht rechtfertigen kann. Ich glaube, wenn er funktioniert, dann wird er ihn sogar verdoppeln oder verdreifachen. Trotzdem besteht hier ein Risiko, weil man hier auch darauf baut, dass der Spieler sich dementsprechend entwickelt. Da braucht er die Ruhe, da braucht er auch das Vertrauen. Und da wird interessant zu sehen sein, ob er das bei Gladbach auch bekommen wird. Im Grunde genommen ein Transfer mit Risiko, aber auch ordentlich Potenzial. Also da wird wirklich sich zeigen, ob er unter Seoane sein Potenzial abrufen kann. Er hat auf jeden Fall in der tschechischen Liga und auch international schon gezeigt, dass er das Tor treffen kann. Ist natürlich die Frage, ob er sich auch in der Bundesliga zurechtfinden wird. Ist natürlich, wie gesagt, ein Transfer mit Risiko. Aber man muss hier auf jeden Fall abwarten und ihm die Geduld auch geben und auch die Ruhe. Dann kann er gut funktionieren. Außerdem braucht er natürlich auch den Service, also die Bälle aus dem Mittelfeld und auch von der rechten und von der linken Seite. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Deal? Findet ihr ihn fantastisch? Findet ihr ihn nicht so gut? Gerne so mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren. Und auch gerne eine Bewertung da lassen. Auch gerne den Kanal abonnieren. Würde mich auch sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen sportlichen Tag. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.